Daniela Harsch möchte Beigeordnete für die Stadt Tübingen werden und damit die Verantwortung für die Bereiche Soziales, Kultur, Bildung, Betreuung, Sport und Ordnung übernehmen. Sie wurde von Seiten der SPD gebeten, sich zu bewerben. In den kommenden Wochen will sie mit den Fraktionen sowie den Einzelstadträten sprechen. Ich will erreichen, dass Tübingen die soziale Stadt ist, die es schon ist, die kulturell vielfältige Stadt auch bleibt und die Themen der Zukunft schlichtweg anzupacken. Wenn wir an 2015 denken, vorher wusste auch keiner, was dann auf Kommunen zukommt. Und ich will die Stadt vorbereiten darauf, was auch in der Zukunft kommen kann. Laut eigener Aussage sei sie besonders geeignet, weil sie einerseits Erfahrung durch ihre Arbeit im Finanz- und Wirtschaftsministerium mitbringe, andererseits in ihrem derzeitigen Job am Universitätsklinikum Ulm mit sozialen Themen zu tun hätte.